Das kleine Dorf Hundszell, eines der früher sogenannten Audörfer im Süden von Ingolstadt. Bis vor wenigen Jahren war es ein überwiegendes Bauerndorf. Heute findet man nur noch mit Mühe einen Bauernhof. Drei davon gibt es noch, von denen kein einziger mehr Großvieh hält. Der Hof des Blasi-Bauern. Hier werden zwar noch ein paar Truthähne und Hühner für den Eigenbedarf gefüttert, aber das Feld ist seit einigen Jahren verpachtet. Dennoch beherbergen die Nebengebäude heute wieder landwirtschaftliche Geräte. Freilich keine, die zum Gebrauch bestimmt sind. Es sind historische Geräte, die der inzwischen verstorbene Isidor Stürber aus Hundszell in über 30-jähriger Sammeltätigkeit zusammengetragen hat. Diese Stürber-Sammlung dient heute dem Stadtmuseum Ingolstadt als Fundus für seine Außenstelle auf dem Blasi-Bauernhof. Sie dokumentiert die Geschichte von Ackerbau und Viehzucht im Raum Ingolstadt. Was aber hat ein städtisches Museum mit Agrargeschichte zu tun? Was hat speziell Ingolstadt mit Landwirtschaft zu tun? Die Stadt der Landesfestung und der Universität, die Stadt der Eisenbahn und der Gießerei und schon gar die moderne Stadt der Audi und der Raffinerien. Vornehmlich dies natürlich, dass wir alle, ob auf dem Land oder in der Stadt lebend, Tag für Tag die Erzeugnisse der Landwirtschaft zu uns nehmen. Dass wir, auch wenn es uns kaum mehr bewusst ist, mit unserem Leben und unserer Gesundheit von einer ausreichenden Versorgung und von der Qualität dieser Produkte abhängen. Aber nicht nur dies. Das Leben in der Stadt selbst war bis vor wenigen Jahrzehnten geprägt von Ackerbau und Viehzucht. Vor 50 Jahren gab es in Ingolstadt noch an die 50 Stadtbauern. Und bis ins 19. Jahrhundert finden wir nur wenige Ingolstädter Familien, die nicht wenigstens auf kleinstem Raum Land bewirtschaftet und so einen Teil ihrer Nahrung selbst erzeugt haben. Etwa 600 Bauern hielten knapp 3000 Stück Vieh. Die Stadt selbst war also Schauplatz von Agrargeschichte. Erst die tiefgreifenden Änderungen der letzten 200 Jahre schufen die Grundlage für städtisches Leben in seiner modernen Form. Wenn heute gerade noch 4% der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft arbeiten, so fanden um 1800 rund 2/3 der Bevölkerung in der Landwirtschaft ihr Auskommen. Ein so hoher Anteil wurde gebraucht, um sich selbst und dem restlichen Drittel eine einseitige und unsichere Nahrungsbasis zu schaffen. Heute ernährt ein Landwirt 90 Menschen. Möglich wurde dies durch eine explosive Steigerung der Flächenerträge und der Arbeitsproduktivität. Dahinter stehen wissenschaftlicher und technischer Wandel auf vielen Ebenen. Neue Anbausysteme. Systematische Pflanzen- und Viehzucht. Neue Möglichkeiten von Düngung und Pflanzenschutz. Mechanisierung und Maschinisierung. Die mit diesen Schlagworten verbundenen Entwicklungen haben nicht nur die Produktivität der Landwirtschaft auf eine früher undenkbare Stufe gehoben. Sie haben gleichzeitig das Leben der landwirtschaftlichen Bevölkerung von Grund auf verändert. Arbeitszeit und Arbeitsrhythmus sind nicht mehr vergleichbar mit den Verhältnissen vor 100, ja bis vor 50 Jahren. Angesichts solcher Umwälzungen liegt es nahe, analog zum Phänomen der industriellen Revolution von einer agrarischen Revolution zu sprechen. Die Ausstellung in Hundszell setzt sich auseinander mit dieser Revolution, ihren Ursachen und ihren Wirkungen. Ein komplexes Thema, das in mehreren Abteilungen und in wechselnden Sonderausstellungen aufbereitet wird. Um zu zeigen, was einen Museumsbesucher in Hundszell erwartet, konzentrieren wir uns auf einen Teilbereich der Ausstellung. Besuchen wir also die Abteilung Ackerbau. Dass unsere Äcker heute anders aussehen als vor 100 oder 200 Jahren, liegt nicht nur an den veränderten Anbautechniken. Es beginnt schon bei der Auswahl der Feldfrüchte und der damit zusammenhängenden Fruchtfolge.
Ältere Quellen belegen, dass auch in Ingolstadt die in Mitteleuropa seit dem frühen Mittelalter eingeführte Dreifelderwirtschaft praktiziert wurde. Die gesamte Ackerflur war hierbei in drei Bereiche eingeteilt. Je ein Drittel wurde abwechselnd für Winterfrucht, Sommerfrucht und als Brachfeld genutzt. Auf dem Winterfeld baute man Weizen und Roggen an, auf dem Sommerfeld neben Hafer, Roggen und Gerste auch Hülsenfrüchte wie Linsen und Erbsen. Inzwischen sind nicht nur die zuletzt genannten Nahrungspflanzen von den Äckern verschwunden, auch die Anteile der Getreidearten haben sich völlig verschoben. Der Weizen hat den Roggen als wichtigste Brotfrucht verdrängt. Zusammen mit den Pferden ist der Anbau von Hafer fast ganz verschwunden. Dafür erlebten nach dem Zweiten Weltkrieg die Ölfrucht Raps und der Mais als Futter eine steile Karriere auf den bayerischen Äckern. Die größten Veränderungen aber geschahen auf dem ehemaligen Brachfeld. Das Brachfeld hatte als Weidefläche für die gemeinsamen Viehherden gedient. Eine individuelle Bebauung war deshalb ausgeschlossen. Genau hier sahen die agrarischen Reformer des 18. und 19. Jahrhunderts den zentralen Ansatzpunkt für eine Hebung von Ackerbau und Viehzucht. Sie propagierten die Einführung der ganzjährigen Stallfütterung und die Bebauung des Brachfeldes mit geeigneten Pflanzen. Die im 19. Jahrhundert dann tatsächlich auf immer größerer Fläche angebauten Brachfrüchte waren zum einen der Klee, der das für die Stallfütterung nötige Sommerfutter lieferte, und es war zum anderen die Kartoffel. Von spanischen und englischen Seefahrern von Südamerika eingeführt, fand sie ihren Weg zunächst nur als Rarität in die Gärten der Fürstenhöfe. So auch in den Botanischen Garten, den der Eichstätter Fürstbischof um 1600 auf der Willibaldsburg anlegen ließ. Dies war mit Sicherheit das früheste Auftreten der Kartoffel im weiteren Umkreis von Ingolstadt. Wann die Kartoffel in Ingolstadt zur Feldfrucht wurde, wissen wir nicht genau. Sicher nicht so früh wie in der Oberpfalz oder im Fichtelgebirge, wo arme Böden und widrige Klimaverhältnisse den Anbau der Erdäpfel als Ergänzung zum Getreide nahelegten. Gerade weil es anfangs vielfach die Ärmeren waren, die sich notgedrungen auf ihren Verzehr einließen, blieb die Kartoffel in den vergleichsweise besser gestellten Regionen lange Zeit als arme Leute-Essen verpönt. Auch in Ingolstadt war es um 1800 eine wirtschaftliche Krise, die dem Kartoffelbau zum Durchbruch verhalf. 1810 stellten die Behörden bereits beruhigt fest, dieses wohltätige Schutzmittel gegen Hungersnot nimmt immer mehr zu. Mitte des 19. Jahrhunderts zählen die Erdäpfel zur gewöhnlichen Alltagsnahrung der Schanzer. Eine besondere Rolle spielte der Kartoffelbau übrigens von vornherein im Ingolstädter Süden, wo die leichten, sandigen Schwemmböden und weiter draußen die Moosböden günstige Anbaubedingungen boten. Gerade die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts neu entstehenden Dörfer, deren Siedler zum Teil aus alten Kartoffelgegenden stammten, pflegten einen intensiven Kartoffelbau. Neben den genannten Verschiebungen im Anbausystem hat sich in den letzten 200 Jahren aber auch die gesamte Ackerbautechnik in kaum vorstellbarer Weise verändert. Folgen wir im Hunszeller Museum dem Zyklus eines bäuerlichen Arbeitsjahres, so wie es früher war und wie es heute ist. Am Anfang steht die Vorbereitung des Bodens für einen neuerlichen Anbau. Sie beginnt heute oft schon wenige Stunden nach der Ernte. Das wichtigste Gerät hierbei ist bis auf den heutigen Tag der Pflug. In einem Arbeitsgang wird der Boden gelockert, gewendet und gemischt. Bis vor 150 Jahren war der altdeutsche Landpflug in Gebrauch. Kennzeichnend ist die asymmetrische flache Schar, die noch ganz getrennt ist vom hölzernen Streichbrett. Man kann sich vorstellen, wie wenig effektiv die Arbeit mit einem solchen Gerät war. 1845 heißt es hierzu aus Ingolstadt: In der hiesigen Feldflur wird auf gutem Boden ca. 4 Zoll tief gepflügt, auf Sand- und Kiesboden 2 Zoll tief. Dies bedeutete Pflügtiefen zwischen 6 und 12 Zentimetern. Wie so viele agrartechnische Neuerungen des 18. und 19. Jahrhunderts ging auch der Fortschritt in der Pflugtechnik von England aus.
Immer mehr Holzteile wurden durch Eisen ersetzt. Dies ermöglichte die Fertigung eines geschwungenen Streichbretts, das nun eine Einheit mit der Schar bildet. Dies sparte Zugkraft und ermöglichte ein besseres Wenden des Bodens und ein tieferes Pflügen. Die Motorisierung nach dem Zweiten Weltkrieg markierte, wie in so vielen Bereichen, auch bei der Bodenbearbeitung den entscheidenden Sprung in der technischen Entwicklung. Die Verfügbarkeit schier unbegrenzter Zugkraft ermöglicht heute eine Bearbeitung des Bodens in nie gekannten Dimensionen, was Tiefe, Arbeitsbreite, Intensität und Schnelligkeit betrifft. Der Sämann ist eines der großen Themen aus dem Bereich der Landwirtschaft, mit denen sich Literatur und bildende Kunst immer wieder beschäftigt haben. Das Hunszeller Bauerngerätemuseum dürfte eine der wenigen Darstellungen besitzen, in denen diese ehrwürdige Tätigkeit von einer Frau ausgeübt wird. Dabei liegt die Sähfrau des Ingolstädter Bildhauers Michael Grassel durchaus bei der historischen Wahrheit. Das Säen des Getreides von Hand war gar nicht so selten Frauenarbeit. Bis in unser Jahrhundert hinein war im Raum Ingolstadt die breitwürfige Handsaat die fast ausschließliche Art des Getreidesäens. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg kamen dann die ersten Sämaschinen in Gebrauch. Nach 1920 setzten sie sich auf breiter Basis durch. Ganz im Gegensatz zu anderen Maschinen brachte die Getreidesämaschine zunächst gar keine oder nur eine geringe Arbeitszeitersparnis. Ihr Vorteil lag vielmehr in der gleichmäßigeren Ausbringung, was auch zu einer Saatgutersparnis von rund einem Drittel führte. Ist die Saat aufgelaufen, beginnt auf dem Feld der Konkurrenzkampf um Licht, Wasser und Nährstoffe. Unkrautbekämpfung war bis in die jüngste Vergangenheit auch im Getreidebau überwiegend Handarbeit. Da die Arbeit in Gruppen geschah, war sie als gesellige und unterhaltsame Tätigkeit bei manchen nicht unbeliebt. Am längsten gehalten hat sich die beschwerliche und für den Rücken schmerzhafte Handarbeit beim Hackfruchtbau, der seinen Namen ja gerade dieser zeitaufwendigen Methode der Saatpflege verdankt. Besonders der erste Arbeitsgang bei den Rüben, das Vereinzeln der Pflanzen und das erste Jäten war eine unselige Knirklerei. Eine Vorreiterrolle bei der Einführung chemischer Pflanzenschutzmaßnahmen spielte der Kartoffelbau. Das massive Auftreten des Kartoffelkäfers in den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges war der Anlass, dass vielerorts die ersten Ackerspritzen angeschafft wurden, oft auf genossenschaftlicher Basis. Das Spritzen kam doch überhaupt erst mit dem Kartoffelkäferspritzen auf, heißt es vielfach. Seit den 60er Jahren wurden die chemischen Spritzmittel dann zur alleinigen Methode, nicht nur gegen Krankheiten und Schädlinge, sondern auch bei der Unkrautbekämpfung. Inzwischen weiß man, wie problematisch der Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel in ökologischer Hinsicht ist. Mancher Missbrauch und Exzess wurden beseitigt, Alternativen werden gesucht, neue Wege werden beschritten. Die in den letzten Jahren agrarpolitisch verordnete teilweise Extensivierung des Ackerbaus lässt wieder erahnen, wie anders unsere Kulturlandschaft noch vor wenigen Jahrzehnten ausgesehen hat. Bei keiner ackerbaulichen Arbeit wird der technische Wandel der letzten 50 Jahre eindrucksvoller sichtbar als bei der Ernte. Nirgendwo verlief der Schnitt zwischen Hand- und Maschinenarbeit schärfer und übergangsloser. Bis ins ausgehende 19. Jahrhundert war vielfach schon der Einsatz der Sense zur Getreidemahd ein Fortschritt. Neben der Sense war vielfach noch, nach mündlicher Überlieferung auch im Raum Ingolstadt, die Sichel im Einsatz. Das klassische und auf ältesten Abbildungen überlieferte Gerät der Getreideernte.
Die Sense arbeitete zwar schneller, verursachte aber einen höheren Körnerverlust. Die Arndt mit der Sense ist vielen noch in lebhafter Erinnerung. Als zwar gesellige, aber äußerst anstrengende und schweißtreibende Angelegenheit. Das Getreide wurde gemäht und gehäufelt, gebunden und zum Trocknen aufgestellt und endlich eingefahren. Damit war die Getreideernte aber immer noch erst zur Hälfte erledigt. Wenn heute längst die Mähdrescher eingewintert in den Maschinenhallen stehen, begann früher der langwierigste Teil der Erntearbeiten, das Ausdreschen der Körner. Erst wenn das herbstliche Pflügen und Ausbringen der Wintersaat erledigt war, wenn Grummet, Kartoffeln, Kraut und Rüben eingebracht waren, begann die Zeit des Dreschflegels. Das Drischeldreschen war eine unendlich langwierige Prozedur, zumal der Ausdrusch ja auch noch mit Reiter- und Worfelschaufel, später mit der Windfege, gereinigt und sortiert werden musste, ehe man die Körner auf den Drahtboden aufschütten konnte. Weil das Handdreschen so viel Zeit erforderte und man im Winter, man denke an das Brennholzmachen und sonstige Waldarbeiten, ja auch noch andere Aufgaben zu erledigen hatte, begann die Arbeit meist mitten in der Nacht. Im Winter zur Dreschenszeit heißet es um 2 Uhr morgens auf und nicht selten erst um 10 Uhr zu Bette. Da die Knechte Späne oder anderes Zeugs nach dem Abendessen zu machen haben und die Dirnen sich mit Spinnen beschäftigen müssen. Das berichtet der Gerichtsarzt für den Bezirk Ingolstadt 1861. Bei der Langwierigkeit des Handdreschens ist es kein Wunder, dass man die Möglichkeiten einer Maschinisierung Mitte des 19. Jahrhunderts begierig aufgriff. Mit den neuen, anfangs oft noch von Hand, später mit Göppel, Dampf, Benzin oder Elektromotoren angetriebenen Maschinen war die Arbeit, die vorher Wochen und Monate dauerte, in wenigen Tagen erledigt. Mit keiner Maschine ließ sich mehr Arbeitszeit sparen als mit der Dreschmaschine. Mit ihr pfiff buchstäblich ein neuer Wind durchs Dorf. Anders als bei den Sä- und Mähmaschinen blieb der technische Fortschritt auch nicht jahrzehntelang auf die größeren Höfe beschränkt, sondern erreichte eine rasche Breitenwirkung, weil viele Dreschmaschinen genossenschaftlich angeschafft wurden. Mit der Ernte ist der pflanzenbauliche Jahreszyklus eigentlich geschlossen und der Boden kann für eine neue Bebauung vorbereitet werden. Ernten bedeutet freilich auch, dass dem Boden Nährstoffe entzogen werden. Soll die Fruchtbarkeit erhalten bleiben, muss Ersatz für diesen Entzug geschaffen werden. Die Höhe der Ernteerträge hing früher maßgeblich von der natürlichen Fruchtbarkeit der Böden ab. Im Raum Ingolstadt dürfen die Böden im Durchschnitt durchaus als ertragreich gelten, wobei freilich auf kleinstem Raum extreme Unterschiede auftreten und die Lössböden im Norden und die Donauschwemmböden im Süden die armen Kiesböden aufwiegen. Wenn also auch die natürliche Situation im Raum Ingolstadt relativ günstig war, so bewegte man sich doch insgesamt in einem Teufelskreis. Ein kleiner und schlecht ernährter Viehstand lieferte nur wenig Dünger. Dies hatte niedrige Erträge auf Äckern und Wiesen zur Folge. Und die niedrigen Erträge bedeuteten wiederum wenig Futter und wenig Streu fürs Vieh. Die Ursache für die geringe Düngerproduktion. Der Teufelskreis war geschlossen. Eine nachhaltige Besserung wurde erst möglich, als es gelang, den bis dahin fast geschlossenen Nährstoffkreislauf zu sprengen und Nährstoffe von außen einzubringen. Die Lösung hierzu lag buchstäblich in der Luft. Die Erdatmosphäre enthält unermessliche Mengen von freiem Stickstoff, gerade von jenem Element also, das die Pflanzen am meisten für ihr Massenwachstum brauchen. Das Kunststück, den Kulturpflanzen den Luftstickstoff verfügbar zu machen, gelang in 2 Schritten. Ein Kleefeld. Heute fast nicht mehr zu finden, war der Kleeanbau auf Äckern doch eine der wichtigsten Errungenschaften der agrarischen Revolution gewesen. Der Klee besitzt die Fähigkeit, freien Luftstickstoff für sein Wachstum zu nutzen.
Als zusätzliche Futterpflanze ernährte der Klee einen größeren Viehbestand und trug so zur Vermehrung des Stalldüngers bei. In seinem Wurzelsystem hinterlässt der Klee einen Teil des angesammelten Stickstoffs als Dünger für die nachfolgenden Kulturen. Der zweite Durchbruch in der Düngerwirtschaft war die industrielle Herstellung von Düngemitteln. Diese gelang stufenweise seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die größte Wirkung hatte hierbei die synthetische Herstellung von Stickstoffdünger, die seit 1913 unter Aufwendung großer Energiemengen gelang. Die Möglichkeiten einer industriellen Herstellung von Düngemitteln führten im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer fast explosionsartigen Steigerung der Flächenerträge. Beim Getreide werden heute mindestens 50 Doppelzentner vom Hektar geerntet, wo man sich bis 1800 mit 7 bis 8 Doppelzentnern zufrieden geben musste. Anders ausgedrückt, von einem Zentner Aussaat hat man um 1800 im Durchschnitt 4 Zentner geerntet. Davon benötigte man bereits einen Zentner für die nächstjährige Aussaat. Der Überschuss reichte in normalen Jahren zum Leben. Wurde er durch widrige Einflüsse noch weiter geschmälert, so herrschte Hunger auf dem Lande und vor allem in der Stadt. Heute ernten wir Jahr für Jahr mehr als das 20-fache der Aussaat. Und es spielt für den Brotpreis keine Rolle, ob die Ernte gut oder schlecht ausfällt. Die Agrarrevolution der zurückliegenden 200 Jahre hat unser aller Leben von Grund auf verändert. Das Leben der landwirtschaftlichen Bevölkerung durch die völlige Umgestaltung ihres Arbeitslebens und die Teilhabe an der allgemeinen Entwicklung zu Wohlstand und sozialer Sicherheit. Das Leben der Stadtbevölkerung, das frei ist von der Angst zu hungern. Andere Probleme sind an die Stelle der Alten getreten. Bauernsterben und Agrarüberschüsse, Umweltbelastungen und Landschaftsverödung sind nur einige Schlagworte, die heute nicht nur den Bauern das Leben schwer machen, sondern jeden von uns betreffen und angehen. Vieles von den heutigen Zusammenhängen wird klarer und besser erklärlich, wenn wir uns mit ihrer Geschichte beschäftigen. Einen Einstieg hierzu ermöglicht die agrargeschichtliche Abteilung des Stadtmuseums Ingolstadt in Hunszell beim Blasibauern. Es lohnt sich vorbeizuschauen, auch und gerade für jüngere Besucher, weil es hier nicht nur etwas zu lernen gibt, sondern viel zu schauen und sogar selbst auszuprobieren.